Hallöchen, herzlich willkommen zurück, Space Haven, vierter Teil. Heute Donnerstag und gleich gibt es den Summer Sale. Ich freue mich da tierisch drauf, so wie jedes Jahr. Und wer mich kennt oder meinen Kanal ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass das so ist. Und heute Abend gibt es dazu extra einen Stream. Jawohl. Also der Kanal Mr. Fierce 2 streamt heute Abend. Jetzt muss der Kanal gleich mal niesen. Oh, Achtung, gleich kommt der Nieser. Bin mal gespannt. Oder doch nicht. Profis würden sich jetzt muten. Ich mache das nicht. Ich kann das nicht mit dem Muten. So, Kaffeepause. Es ist 22 Uhr. Ich mache jetzt mal auf schneller, weil, Ladies and Gentlemen, wenn ihr sich noch einen Kaffee reinpfeifen oder ein Abendessen. Eintreffendes Schiff, nächster Zug. Okay. Hier, eintreffendes Schiff, Androidenkollektiv. 6 Stunden. Ja, sollen die mal machen. Ich schlafe sowieso. Was ist das hier eigentlich? Ach so. Das ist der Menübutton, alles klar, verstehe. Macht das vielleicht Sinn, mal Verrichtungen, keine Verrichtung. Macht das vielleicht Sinn, noch ein Bett dazuzunehmen? Aha, sie stehen alle auf und los geht's. Gleich kommen die Androiden. Ich bin gespannt, sind das jetzt dann die. Das sind so Roboter, oder? Nehme ich mal an. Oh, krass. Okay, wir haben das halbe Schiff auseinandergenommen. Chef ist in den Sektor eingetreten. ACS de la Sol. Robotski. Wie sollte man mit einem fehlerhaften Gott verfahren? Was? Robotski Gaming? Momentchen mal eben, warte mal eben. Was hat er jetzt gerade gesagt? Robotski? Robotski Gaming. Handel neu im Sektor. Wir können doch jetzt Hallo sagen, oder? Grüßen anderer Raumschiffe. Hier, grüßen. Wir haben jetzt mal auf Grüßen geklickt. Geht da jetzt einer hin und grüßt die? Handel gestattet. Grüßen nicht möglich. Betriebsfunktion offline. Lege die Systembereitschaft im Menü Systeme fest. Was? Systembereitschaft im Systeme fest. Ist das hier System? Systeme ansehen. Schütztürme, Gefechtsstationen. Flotte. Systembereitschaftsstufe. Betrieb. Warten auf Bediener. Okay. Hyperraumsprung vorbereiten. Betrieb. Betrieb. Warten auf Bediener. Jetzt. Oh, Alter, du sprichst jetzt mit Androidenkollektiv. Ich wollte ihn nur grüßen. Gruppieren, Handel gestatten. Verhandeln. Gegenseitig Schiff zu betreten. 1% Einblick zu gewähren. Angebot. Kleines Geschenk. Hoppala, Spuck. Kriegserklärung. Ja? Vielleicht lasst uns Handel treiben. Lass uns mal ein kleines Geschenk machen. Annehmen. Geschenk 23 Kredit. 2. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Wir machen das noch nicht. Handel. Lass uns Handel treiben. Ja, und jetzt? Achso, das ist das jetzt hier. Okay. Wir haben ja 53 Credits. Dafür können wir uns so gerade gar nichts kaufen. Aber so wirklich gar nichts. Können wir da nichts kaufen für? Hier ein bisschen unedle Metalle könnten wir kaufen. Oder hier ein Bier. Ah, lass uns doch leichten Alkohol kaufen. Verfügbar null. Verfügbar null. Das ist ja doof. Was soll denn das? Die haben gar nichts. Ja gut, dann lassen wir das einfach und grüßen die nicht. Und das mit dem Handel wird uns vielleicht ein andermal erklärt. Das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend hier, oder? Geschütztürme, Schilde, Navigation. Auto, Betriebsfunktion offline. Kontaktaufnahme zu anderen Gruppierungen nicht möglich. Habe ich sie auf Auto gestellt. Gut. Der Autopilot macht das. Das hier wäre halt schön, das mal fertig zu bringen. Andererseits sind auch drei Leute noch dabei, das Zeugs hier abzumontieren. Warum machen die das jetzt? Ach, ein Energieschrott. Sind wir denn damit fertig jetzt? Warte mal, wir können ja gucken, indem wir rausscrollen. Und mal gucken, was gibt es denn da noch?
Wahrscheinlichkeit 0, niedrig, mittel, hoch, hoch. Okay, wir können noch ein bisschen was einsammeln. Sehr gut. Und hier beim Transfer war ja nichts mehr, ne? Sehr gut. Kein Weg gefunden. Was? Nee, kein Weg gefunden. Ja, und jetzt isolierte Bereiche. Isolierte Bereiche. Also ist ja egal, solange es hier keiner. Solange sich hier keiner irgendwie falsch bewegt. Ich weiß nicht genau, was ist denn hier? Elektrikteile, Schrottteile. Das ist das Handelsschiff. Wir können ja hier nochmal alles abbauen und hier auch nochmal alles abbauen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Kram für, was auch immer das hier ist, Energium. Und auch das. Dann haben wir im Grunde genommen hier alles abgebaut und dann müssen wir nur noch das Schiff zusammensetzen und auseinanderbauen. Wie gesagt, das Wichtigste wäre jetzt eigentlich, ich mache mal ein bisschen schneller vorwärts. Ja, genau. Da baut hier nochmal einer. Sehr gut. Das Schiff hier mal zu Ende. Das ist halt hier sozusagen gerade das Wichtigste, diese Plattform hier mal zu bauen. Damit wir das Forschungslabor da reinbringen können. Das war ja tatsächlich das, was am Ende der letzten Folge so der Spaß war. Dass man mal den Forschungsbaum sich angeguckt hat. Und dann sieht man, oh, ja, da ist eine ganze Menge zu tun. So. Bestand an wichtigen Ressourcenringen. Hüllenblöcke. Ja, wie viele Hüllenblöcke haben wir denn? 4. Vielleicht. Was macht er denn da gerade? Weichschrott. Hüllenblöcke. Techschrott. Aber wie werden denn Hüllenblöcke hergestellt? Der macht ja hier quasi produziert Weichblöcke. Weich, Infra. Die Batterie ist bald leer. Na, das ist ja gut, dass das heute die letzte Folge ist, die ich aufnehme. Infrablöcke. Infrablöcke, Hüllenschrott macht Hüllenblöcke. Hiervon müssen wir mindestens 5 machen. Können wir das... Nee. Hüllenschrott. Haben wir Hüllenschrott? Das ist ja die Frage, die wir uns alle stellen. Techschrott. Nee. Ja. Vielleicht haben wir am Ende zu viel investiert. Also zu viel zeitgleich gemacht. Okay, hier laufen jetzt 5 Leute rum und nehmen das ganze Ding auseinander. Da ist vielleicht das eine oder andere dabei. Was ist das denn hier? Infraschrott. Ja, wir brauchen halt Weichschrott. Vernachlässigte Einrichtungen, Logistik. Weil. Logistik-Tech-Schrott. Nicht gelagerte Gegenstände 15. Ja, ja, gut. Wir haben auf jeden Fall. Genug Zeugs. Okay, wir machen das mal wieder weg. Das irritiert. Also offensichtlich gleiches Problem, wie ich auch in der letzten Folge schon beschrieben habe. Ich mache quasi viel zu schnell, viel zu viel. Was macht das Ding jetzt? Lagert das Ding hier irgendwas ein? Das Ding hier lagert ja jetzt aus, ne? So, und Tati räumt jetzt auf, oder was passiert jetzt hier? Druckschleuse blockiert. Eintreffende Transfers, Bergungsgüter, Rohstoff ab. Blau blockiert. Ja gut, weil... Genau. Der muss das jetzt hier quasi erstmal reinbringen. Die Frage ist, ob man das automatisieren kann. Hier, Tati zusortieren. Logistik, Wasser. Na ja, gut... Ja, da kommt er nämlich schon wieder und hat Zeugs dabei.
So, Tati geht nochmal los. Und Jameson vielleicht auch nochmal. Ja, dass wir erstmal diese Schleuse hier freiräumen. Aber ihr seht schon, die machen halt ihr eigenes Ding. Jameson geht dann doch nochmal hier lang. Also das müssen wir vielleicht nochmal uns genauer angucken, wie wir den Leuten auch sozusagen die Arbeit zuweisen. Vielleicht lassen wir das dann auch hier erstmal. Also wir warten ein Momentchen ab, dass wir hier diese Schleuse wieder freiräumen. Das ist halt... Okay, alle machen jetzt erstmal eine Kaffeepause. Das ist auch okay um 22 Uhr. Kommen die jetzt zurück, um dann hier zu schlafen? Oder schlafen die hier an Bord vom Schiff? Das müsste halt fertig werden, damit man mal vorwärts kommt. Ne? Ja, können die nicht noch was abräumen vorher? Ich meine, wenn die eh schon... Das geht jetzt in den Hangar, ne? Alles klar. Ist auch sehr schön. So, und die machen jetzt was? Die gehen jetzt da schlafen. Ne, die gehen noch was essen und dann gehen sie schlafen. Tati geht nochmal aufs Klöchen, ne? Besser als wenn man nachts raus muss. Okay, dann lassen wir mal vorspulen. Jetzt ist 0 Uhr, da passiert sowieso nicht mehr so viel. Alle gehen nochmal aufs Töpfchen, damit sie nachts nicht raus müssen. Das Orangen ist die Energie, ne? Ja, das ist quasi das Energieniveau. Jameson muss nachts raus. Das ist natürlich... Wie alt ist Jameson? Wahrscheinlich unter mein Alter. So, steht hier irgendwas mit einer... tüchtig ist er. Ungemütliche Freizeitumgebung. Aje, oje, oje. Raumanzug müde. Leichtes Unbehagen. Ungemütliche Freizeitumgebung. Okay. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ist das jetzt hier fertig gebaut? Nee, oder? Druckschleuse blockiert. Aber was heißt denn das? Ist ja jetzt noch Zeugs drin? Nee. Das heißt wahrscheinlich, dass sie da nicht so viel... Die können nichts mehr transportieren. Mal einen Tag mal ein bisschen schneller machen hier. Ja, das müsste man irgendwie vielleicht automatisieren. Lüftungsöffnung auf. Ah, okay. Ist das jetzt hier denn zu Ende oder wird da noch ein bisschen was gemacht? Ist da jetzt eine Wand oder nicht? Ja, da ist eine Wand, das ist offensichtlich fertig. Okay. Ah ja, da gab es hier nur so einen kleinen Bug. Okay. Dann machen wir nochmal Pause und bauen hier eine Wand. Ende, genau. Jetzt, wenn man hier V drückt, dann sieht man das ja besser, ne? So hieß es ja. So, Ne, E. Und hier eine Türe rein, wundervoll. Und jetzt können wir hier auch das machen, was ich eigentlich machen wollte. Oder was ich machen muss, in Anführungszeichen. Das Forschungsterminal reinsetzen. Das bauen wir hier hin. Und so eine Forschungswerkbank reinsetzen. Die bauen wir hier hin. So. Sehr gut. Dann würde ich denken... Ah ja, Moment. Jetzt schlafen die schon wieder. Ah, das ist jetzt auch ein bisschen befreiter hier. Und wie sieht es denn jetzt hier unten im Schiff aus? Das Schiff haben wir jetzt schon... Wir bauen einfach alles ab hier. Wände und alles. Die Böden vielleicht noch. Kann man die Böden noch abbauen? Null und niedrig Hüllenschrott. Gut, ich sag mal so, da müssen wir jetzt nicht mehr mit allem Mann hin. Obwohl, komm, wir lassen das mal noch zumindest einen Tag lang, dann haben wir das auf jeden Fall gleich erledigt. Jetzt bauen wir hier die Forschungsstation. Und vielleicht braucht die nochmal Strom oder sowas. Vielleicht brauchen die auf jeden Fall nochmal ein bisschen Licht. Oder vielleicht mal ein bisschen Deko. Ja, ich weiß nicht, ich bin bei Deko irgendwie noch ein bisschen... Hier mal noch ein Wandlicht rein. Ui, führe einen Hypersprungangriff durch. Nee, warte mal. Ich wollte mir jetzt erstmal hier die Forschung angucken.
Forschen. So. Ach, ist das schön. Das wollten wir forschen, ne? Grundlegende Forschung. Hochbeet mit Licht und... Sehr gut, das wollen wir jetzt auf jeden Fall forschen. Da haben wir schon 10% drin. Sehr gut. Steht denn das jetzt hier irgendwo? Nicht so richtig, ne? Okay, pass auf, dann machen wir hier nochmal, gucken wir hier nochmal rein. Haben wir denn hier alles jetzt? Ja, das ist dann damit abgeschlossen. Okay, dann können wir hier jetzt nochmal die restlichen 5 machen. Sehr gut. Dann werden wir mal die Betten hier nochmal erweitern, demontieren und auch das Bett hier demontieren. Und dann werden wir neue Betten bauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben etwas größere Mannschaftsquartiere und vielleicht machen wir hier tatsächlich mal eine Pflanzenwand rein. Weil wir es können. Ja. Digitaler Zielbildschirm. Den können wir auch mal hier hinbauen. Einfach um zu gucken, ob dann diese... Ja, keine Unterhaltung. Verspürt leichten Hunger. Auch nicht schlecht. Wer bist du denn? Itzel, ah ja. Verspürt leichten Hunger. Leichtes Unbehagen. Leichter Hunger. Ja, also offensichtlich... Da sind ja schon mal ein paar Sachen besser geworden. Jetzt fällt dir der Stuhl wieder runter. Momentchen. So, Bestand an wichtigen Ressourcen zu gering. Können wir doch nochmal gucken, ob wir hier Energieschrott, ne, Höhlenschrott müssen wir machen. Machen wir 5 davon. Machen wir einfach mal alles davon. So, und vielleicht mal gucken. Das zeigt nämlich hier auch noch, guck mal, Höhlenschrott haben wir noch 23. Und wenn wir jetzt hier gucken, Höhlenschrott benötigt 1, produziert 0,25. Also das heißt, wir brauchen 4 für einen Höhlendings. Na ja, gut, verstehe. So, und hier Jameson forscht. Kann der denn forschen? Forschung 3. Das ist nice. Wir gucken uns mal an. Die kann gar nicht forschen. Rihanna kann Forschung 2. Jameson ist unser Forscher. Gar nicht schön forscht, der Junge. Oh, hier. Und wer bist du? Tati kann auch forschen. Camargo. Eine Freundin von mir heißt Camargo mit Nachnamen. Interessant, ne? Eine Bekannte. Keine Freundin, eine Bekannte. Entschuldigung. Aber nicht übertreiben. So. Was haben wir jetzt gemacht? So, dann ist das nämlich erledigt. Hier sind jetzt nochmal 3 Leute unterwegs, die den Planeten abgrasen. Und dann sind wir tatsächlich hier durch. Wenn wir das haben, haben wir hier das ganze System abgegrast. Ja. Und offensichtlich haben wir jetzt hier auch genug Zeugs zum Hyperraum springen. Betrieb. Wir können ja mal lesen, wie das geht mit dem Hyperraumgedöns. Also, führe einen Hyperraumsprung durch. Dein Raumschiff ist jetzt zu Hyperraumreisen in der Lage. Zeit, einen neuen Sektor des Sternensystems zu erkunden. Erstens, klicke links oben in der UI auf das Menü Systeme und gib den Befehl zur Vorbereitung eines Hyperraumsprungs. Zweitens, warte, bis die Besatzung der Hyperantriebe aufgeladen hat. Die Hyper... Genau, ihr wisst schon. Und drücke dann die Schaltfläche Springen. Das Menü Systeme zeigt an, wie viel Masse deine Hyperantriebe risikofrei bewegen können und über welche Masse dein Schiff derzeit verfügt. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ein Sprung mit Übermasse kann zu Schäden an deinem Schiff führen und das Risiko steigt, je weiter du die Massekapazität überschreitest. Der erlittene Schaden kann von der Besatzung repariert werden, sobald du zurück im normalen Raum bist. Größere Schiffe benötigen mehr Hyperraumantriebe, um mit geringerem Schadensrisiko springen zu können. Okay, also System, Hyperraumansprung, Sprunggedöns, was ist das hier, Flotte 2? Achso, wir sind noch nicht alle an Bord. Dann lassen wir das noch einen Moment. Wir warten halt noch ab, bis die hier den Planeten abgegrast haben. Also bis alle an Bord sind, dann führen wir den Hyperraumsprung durch. Hier haben wir noch 10 Minuten Zeit. Oh, Entschuldigung. Ich habe mal gegen den Rechner getreten.
Und in der Zwischenzeit können die ja wirklich auch mal ein bisschen was tun. Hier, Weichblöcke. Weichblöcke. Weichschrott werden zu Weichblöcken. Das ist ja das, was die jetzt hier verarbeiten, ne? Ja, das wird schon, das wird schon. Die können einfach die Zeit nutzen, quasi. Ist ja nicht so schlecht. So, und das hier. Übersicht. Okay, das ist offensichtlich nur so dahergebaut. Ich muss vielleicht nochmal in den Einstellungen gucken. Ich weiß nicht, wir können es mal eben gucken. Optionen, Spieleinstellungen. Das sind wirklich Spieleinstellungen. Okay, primär. Blum, bla bla bla. Auch nicht. Tastenbelegung, Hintergrund. Auch nicht. Okay, dann muss ich nachher nochmal gucken, was wir da am Anfang eingestellt haben. Wir spielen ja auf ausgewogen. Das bedeutet auch, vielleicht, dass wir Ressourcen nur zur Hälfte zurückkriegen, wenn wir was abbauen. Das wäre doof, aber manchmal ist das dann so vielleicht. Die würde ich gerne auch drehen. Naja, gut, kann man halt nicht. Ne? Wir machen mal ein bisschen schneller. Weil sonst warten wir uns hier wieder nur einen Wolf. Das will ja auch keiner. Sehr gut. Also, dass wir hier die dritte Kapsel gebaut haben, war einfach sehr gut gleich am Anfang. Ich glaube, das hat uns viel Zeit gekostet. So, wie sieht es denn aus? Ist der jetzt hier leer? Der ist leer, das ist sehr schön. Dann können wir jetzt hier... Er ist schon richtig groß geworden, ne? Dann können wir jetzt hier sagen, bitte den Hyperraumsprung vorbereiten. Hyperantriebe geladen, 0 von 2. Warte auf Navigator. Shuttleverkehr ist eingeschränkt. Die Förderkapseln werden zurückgerufen. Sehr gut. Ressourcen reichen nicht aus. Was? Ah ja, hier, guck mal, das lädt hier langsam auf. Riskant. Übermasse. Übermasse oder Übermasse? Hm. Naja, aber jetzt noch einen anderen zu machen, ist vielleicht auch blöd, oder? Müssen wir dem nicht vorher sagen, wohin er springen soll? Nee. Okay. Ah ja, jetzt können wir ihm sagen, wohin er springen soll. Und offensichtlich gibt es jetzt hier nur eine Möglichkeit. Hier vielleicht hin. Erdmetalle, Energium, in Besitz nehmbares Schiff, nicht besuchter Sektor. Go for it. Oh, nice. So, und da sind wir auch schon. La, 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 la. Stationierte Schiffe 1 von 1 stationieren, nicht stationiert. Ah, wir können uns... Können wir uns... Ach, guck mal, krass. Wir können uns aussuchen, wo wir hingehen. Ich würde sagen, dann gehen wir hier hin. Dann haben wir gleichermaßen Abstand zu dem und zu dem. Ist das geil. Nice. So, was haben wir denn da hier Schickes? Hier haben wir Energium. Ja, 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 ja. Pause, Pause, Pause. Schließen, schließen, schließen. Also Energium. Und was haben wir hier? Edelmetalle. Edelmetalle haben wir vielleicht noch nicht. So, jetzt gucken wir mal. Mach die Hyperspur des Sonnensystemclusters ausfindig. Was? Was? Eine Gruppe Sonnensysteme wird als Sonnensystemcluster bezeichnet. Solche Cluster erkennst du, wenn du in der Sternkarte bis zum höchsten Level herauszoomst. Hyperspuren ermöglichen das Reisen zwischen Clustern. Okay, warte mal. Was sollen wir nochmal machen? Sternkarte. Ist das hier die, ist die taktische Karte? Das ist die Sternkarte. Okay, warte mal, das ist jetzt ein bisschen blöd. Erstens, das Reisen zwischen den Sonnensystemen in diesem Cluster erfolgt per Hyperraumsprung, der über das Systemmenü ausgeführt wird. Das haben wir gerade gemacht. Jedes System enthält wertvolle Ressourcen, welche dir beim Überleben und dem Ausbau deines Schiffes behilflich sind. Baue sie ab, berge sie in verlassenen Schiffen, Stationen und treibe Handel mit den Schiffen. Wenn du bereit bist, mache die Hyperspur dieses Sonnensystemclusters ausfindig. Verwende sie, um dich in einen neuen Cluster zu begeben. Bei diesem Ziel kannst du dir Zeit lassen, es besteht kein Grund zur Eile. Okay, aber das muss ich jetzt nochmal verstehen. Irgendein... Aber
Wir könnten auch hier hinspringen. Hier gäbe es nochmal Eis. Haben wir denn noch Eis? Wir haben noch 10 Eis. Eieiei. Gut, ich würde mal sagen, wir müssen uns hier mal ein bisschen beeilen. Aber diesmal brauchen wir ja nicht so viel Krams. Wenn wir jetzt hier raussortieren. System der Sklavenhändler-Gilde. Oh Gott. Sicheres System. Dieses Sonnensystem-Cluster steht unter dem Schutz der Militärallianz. Es ist ein Ort, an dem gefahrenfreier Handel getrieben werden kann. Die Militärallianz führt in diesem Sonnensystem-Cluster Routineinspektionen durch. Okay. Und die Sklavenhändler wird von der Sklavenhändler-Gilde kontrolliert. Also, wir sind jetzt fast am Ende der letzten Folge angekommen für diese Woche. Und ich würde mal Folgendes sagen, wer bis jetzt zugeschaut hat, der darf gerne mal einen Kommentar abgeben, ob wir zu den Sklavenhändlern reisen als nächstes. Wobei, man muss ja nochmal sagen, die Steuerung hier ist echt blöd. Das kann man nicht anders sagen. Die Steuerung ist wirklich blöd. Wir haben hier noch einiges zu suchen quasi oder uns anzugucken. Freies System. Dieses Sonnensystemklasse ist nicht besetzt oder Objekt von Streitigkeiten zwischen Gruppierungen. Okay. Also ob so ein bisschen das mittlere Ziel ist, hier zu den Sklavenhändlern zu gehen. Vielleicht können wir uns hier noch ein, zwei Leute einkaufen, die mitmachen bei uns. Ich glaube, das wäre nicht so die schlechteste Sache. Oder ob wir hier zur Militärallianz gehen. Also das wäre so ein bisschen die Frage. Jetzt hier würde ich denken, wir machen, was wir immer machen. Wir räumen die Planeten leer. Also die Asteroiden meine ich natürlich. 8 von 8. Sehr gut. Und auch hier 8 von 8. Damit wir das möglichst schnell machen, haben wir ja jetzt schon. Wir sind 5 Leute. Wir haben 3 Kapseln. Das ist gut. Dann können 2 immer noch mal hier Sachen machen. Forschen zum Beispiel ist eine ganz wichtige Sache. Und es wäre so ein bisschen auch die Frage, ob wir nicht dem einen oder anderen sagen. So Jameson zum Beispiel. Was kann der besonders gut? Fertigung. Jameson kann ja Fertigung machen und Forschung machen. Was haltet ihr denn davon? Sind eigentlich Sachen kaputt gegangen? Nö, oder? Ich sehe nicht, dass hier. Oh, doch, warte mal, hier ist irgendwas. Systembaupunkte erworben, produziert durch Hüllenstabilisator. Ach, guck mal, denen fehlt eine Couch. Die wollen chillen. Denen fehlt eine Couch. Jetzt verstehe ich das. Also manchmal kann man sehen, was da los ist. Leichtes ungemütliche Freizeitumgebung. Keine Unterhaltung. Keine Unterhaltung, leichtes Unbehagen. Verspürt leichten Hunger. Hat lustigen Witz gehört. Wurde getröstet. Leckere Mahlzeit gegessen. Nice. Okay. Okay. Also wir haben jetzt ein leichtes Kreuz hier gebaut, das ist auch sehr lustig. Lass uns nochmal überlegen. Ah, die gehen alle schlafen. Na, wundervoll. Ah, zum Glück haben wir hier noch ausreichend Kram. Also wir wollten ja gerade gucken, der Jameson, der kann ja quasi... Dies schließt Rumpferweiterung und Bergungen aus verlassenen Schiffen mit ein. Wir nehmen den mal und sagen, warte mal, wir konnten doch hier, genau, Jameson, Forschung, Jameson. Forschung, das erhöhen wir mal. Können wir das erhöhen? Fertigkeit 3 von 8, Priorität am höchsten, ah, alles klar. Fertigung auch. Bauen keine Wartung. Können wir auch mal nach oben setzen. Ah ja, Okay. Botanik, Medizin. Also der Typ hier ist uns ein bisschen, warte mal, Wartung, Bauen, Logistik. Der macht so ein bisschen Indoor-Kram, würde ich sagen. Das ist doch gut. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen diese ganzen Feinjustierungen einfach in der nächsten Folge der ganzen Leute. Und da die jetzt schlafen, passiert sowieso nichts mehr. Ihr verpasst also nichts. Ihr könnt jetzt gerne abschalten oder irgendein anderes Video auf meinem Kanal gucken. Oder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns in der Folge 5 wieder. Macht's gut. Bis dahin.